Hallo zusammen. Bisher haben wir uns vor allen Dingen mit dem Daoismus beschäftigt, also mit einer der drei großen klassischen Schulen der chinesischen Philosophie. Heute schließen wir diesen Block ab und wenden uns der nächsten großen Strömung zu, nämlich dem Konfuzianismus. Der Konfuzianismus wurde begründet von Konfuzius und dieser Konfuzius gilt als der chinesische Philosoph überhaupt. Nicht nur im Westen, sondern auch in Asien wird er oft als eine Art Idealtypus östlicher Weisheit angesehen. Gleichzeitig würde allerdings auch oft, und das eher im Westen als in Asien, missverstanden oder verzerrt oder zu etwas gemacht, was er eigentlich nicht ist. Das Internet ist voll von Zitaten, die Konfuzius angeblich gesagt hat und die niemals von ihm stammen. Er ist einer der Philosophen, denen der größte Blödsinn zugeschrieben wird, was sie niemals in authentischen Quellen finden werden. In der Hinsicht hat er so einiges mit dem Buddha gemeinsam. Ja, Konfuzius ist anders als zum Beispiel Lao Tzu, über den wir vor einiger Zeit gesprochen haben, mit Sicherheit eine historische Person gewesen. Also nicht bloß eine Legendengestalt, sondern jemand, der real existiert hat. Sein eigentlicher Name ist Kong Qiu gewesen. Das wird im Chinesischen aber oft analog zu den anderen Philosophen, die wir kennengelernt haben, Lao Tzu, Zhuang Zi und so weiter, zu Kong Zi abgekürzt, also Meister Kong. Die spätere Variante dieses Namens oder dieses Titels ist Konfuze, also ja, was auch im Prinzip nichts anderes bedeutet als Meister Kung. Und diese Variante haben westliche Übersetzer dann kennengelernt und latinisiert zu Konfuzius. Konfuzius lebte von 551 vor Christus bis 479 vor Christus. Diese Lebensdaten sind auch aus der Sicht der modernen Forschung relativ exakt. Er ist damit definitiv älter als Zhuang Zi und er ist auch älter als das Lao Tzu. Das heißt, nach allem, was wir heute über die Geschichte der chinesischen Philosophie wissen, müssen wir sagen, Konfuzius ist der älteste chinesische Philosoph. Mit Konfuzius beginnt im historischen Sinne die chinesische Philosophie. Also jedenfalls insofern sie für uns heutzutage noch als Philosophie erkennbar ist. Das, was vor Konfuzius gewesen ist, wissen wir letzten Endes nicht mit Sicherheit. Es mag andere Philosophen vor Konfuzius gegeben haben, aber wenn es sie gegeben hat, sind sie für uns verloren gegangen. Für uns, für unsere Sichtweise, beginnt die chinesische Philosophie mit Konfuzius. Das heißt, Konfuzius spielt für das chinesische Denken eine ganz ähnliche Rolle, wie das Sokrates für das westliche Denken macht. Wir haben von Konfuzius allerdings keine authentische bzw. zeitgenössische Biografie. Alles, was wir an schriftlichen Informationen über ihn haben, also über sein Leben, stammt aus einer deutlich späteren Zeit, also so ungefähr im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Da finden wir die ältesten überlieferten Konfuzius-Biografien. Also in vielerlei Hinsicht dürfte das, was wir über sein Leben erfahren, legendäre Züge tragen und eine spätere Ausschmückung der realen Fakten sein. Nun, wie sieht diese überlieferte Konfuzius-Legende aus, beziehungsweise was ist so der historische Kern, der sich da rausschälen lässt? Naja, nach den Berichten, die wir aus der Antike haben, stammte Konfuzius aus einer alten adligen Familie, die jedoch längst Macht und Einfluss verloren hatte. Konfuzius' Vater starb sehr früh, als Konfuzius noch ein kleines Kind war, und die Familie verarmte. Konfuzius wurde dennoch traditionell erzogen, also genoss die typische Bildung, die für Adlige seiner Zeit typisch war. Angeblich nahm er Unterricht bei seinem Onkel. Konfuzius stammte aus dem kleinen Staat Lu im Osten Chinas, das ist im heutigen Shandong, in der Nähe des Ortes, der heute Qifu heißt, wo sie auch immer noch das Grab des Konfuzius besichtigen können und sich eine Menge Konfuzius-Merchandise kaufen. Konfuzius war dann später im Leben tätig als Verwaltungsbeamter für den Staat Lu, möglicherweise auch in einer höheren Regierungsposition. So ganz genau lässt sich das nicht mehr wirklich rekonstruieren. Die späteren Biografien überhöhen dann seine Rolle mehr und mehr, bis er schließlich zu so einer Art ungekröntem König des Staates Lu wird, was aber kaum der Realität entsprechen dürfte.
Irgendwann verlässt er dann sein Amt oder er verliert es. Auch hier sind die Gründe nicht so ganz klar. Vermutlich hat er sich mit den Mächtigen in seinem Staat angelegt und deren inhumane Regierungspraktiken kritisiert, aber ohne Erfolg und sich dann wahrscheinlich aus dem aktiven politischen Geschäft zurückgezogen. Die Legenden schildern das etwas anders. Die sagen, dass Konfuzius als Minister, also hoher Regierungsbeamter in Lu, so erfolgreich gewesen ist, dass der rivalisierende Nachbarstaat Qi anfing, sich Sorgen zu machen. Lu könnte vielleicht zu mächtig werden und zu einer potenziellen Bedrohung sich entwickeln. Also, was machte der König von Qi? Nun, der König von Qi schickte eine Gruppe von Tänzerinnen, deren primäres Talent wohl nicht im Tanzen bestanden haben dürfte, an den Hof von Lu, um den König ein wenig zu beschäftigen. Damit war Konfuzius erstmal abgemeldet und zog sich frustriert aus der Politik zurück. Er widmete sich dann der Philosophie. Das heißt, er fing an, als ein Wanderlehrer durch das China seiner Zeit zu ziehen, also ging an verschiedene Fürstenhöfe, unterrichtete, sammelte Schüler um sich, gab möglicherweise auch Unterricht gegen Bezahlung, also so eine Art, könnte man sagen, Sophist, wie wir das aus dem antiken Griechenland kennen, oder modern könnten wir von einem Politikberater sprechen. Also er versucht sich in der politischen Einflussnahme, versucht unter den Mächtigen seiner Zeit Anhänger für seine Philosophie zu gewinnen, hat allerdings nicht wirklich Erfolg damit. Er zieht sich irgendwann auch aus dem Geschäft zurück und stirbt dann im Jahre 479 vor Christus als alter Mann. Konfuzius selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Die Tradition schreibt ihm zwar eine ganze Reihe von Schriften zu, also unter anderem Kommentare zum I Ching oder auch eine historische Chronik, die sogenannte Chunqiu-Chronik, die Ereignisse des Staates Lu in der Zhou-Zeit bis zur Lebenszeit des Konfuzius niederschreibt, aber aus Sicht der modernen Forschung ist das nicht haltbar. Die stammen aus irgendwelchen anderen Quellen, aber nicht vom historischen Konfuzius selbst. Ähnlich wie auch Sokrates, wie der Buddha oder wie Jesus hat Konfuzius allein durch sein Reden, durch seine Gespräche gewirkt. Er hat nichts verfasst oder zumindest nichts, was uns überliefert geblieben ist. Alle Schriften, die Sie unter Konfuzius' Namen finden können, also die unter seinem Namen überliefert sind, stammen aus einer späteren Zeit. Das zentrale Werk, aus dem wir unsere Lehren, also unsere Erkenntnisse ziehen können für die Philosophie des Konfuzius, das sind die sogenannten Gespräche. Manchmal finden Sie auch die Übersetzung die Analekta. Im Englischen wird es oft übersetzt als The Analects of Confucius. Was einfach bedeutet, die gesammelten Aussprüche oder Gespräche von Konfuzius, was eine ziemlich direkte Übersetzung des chinesischen Titels ist, der einfach heißt Lunyu, also gesammelte Worte oder so etwas. Das Lunyu ist eine Sammlung kurzer Aphorismen, Aussprüche oder Gespräche von Konfuzius oder Gespräche, eben Dialoge mit seinen Schülern oder anderen historischen Personen. Oftmals sind es Gespräche oder Fetzen von Gesprächen mit Fürsten, die Konfuzius geführt hat. Nun, diese Gespräche und Sprüche, die wurden später von seinen Schülern kompiliert. Vermutlich sind die Reden und Aussprüche des Konfuzius in der ersten Zeit nur mündlich überliefert worden und dann erst längere Zeit nach seinem Tod wurden sie schriftlich fixiert. Die moderne Forschung sagt, das wird so ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus geschehen sein, also gut 100 Jahre nach dem Tod des Konfuzius, irgendwann in der zweiten Schülergeneration, also der Generation, die bereits keinen persönlichen Kontakt mehr mit Konfuzius gehabt hat. Das Lunyu ist unterteilt in 20 Kapitel, die jeweils kurze Dialoge und Sprüche enthalten und die so eine lockere inhaltliche Verbindung miteinander haben. Aber es gibt keine systematische Gliederung in dem Sinne. Die Kapitel tragen auch keine Namen oder Überschriften, sondern sind einfach nur von 1 bis 20 durchnummeriert. Was ist jetzt also die Philosophie des Konfuzius? Nun, heute will ich primär etwas über sein Selbstverständnis erzählen, über den grundsätzlichen Charakter, den seine Philosophie hat. Und dann beim nächsten Mal werde ich ein bisschen mehr auf die Details seiner Lehre eingehen. Schauen wir uns also zunächst mal eine Passage an, in der Konfuzius über sich selbst spricht und das, was er unter seiner Tätigkeit versteht. Da sagt Konfuzius über sich: Ich übermittle, aber ich schaffe nichts Neues. Ich glaube an das Alte und liebe es. Und das ist doch interessant. Der erste chinesische Philosoph sagt von sich, dass er eigentlich nichts Neues schafft. Die chinesische Philosophie beginnt mit der Aussage,
dass sie keine Neuschöpfung ist, sondern nur die Übermittlung von etwas, das schon lange existiert, das bereits vorher da gewesen ist. Konfuzius sagt von sich, ich vermittle das Wissen bzw. die Weisheit der Vergangenheit. Was er lehrt, was er zu sagen hat, ist also nach seinem eigenen Bekunden nicht seine eigene Erfindung, sondern es ist das Werk anderer. Ähnlich äußert sich auch Konfuzius in einem anderen Zitat, wo er nämlich sagt, ich bin nicht mit Wissen geboren. Ich liebe das Altertum und erforsche es mit Eifer. Hier fällt Ihnen jetzt wahrscheinlich eine Parallele auf, nämlich wieder mal eine Parallele zu Sokrates. Auch Sokrates erhebt ja keinen Anspruch auf eigenes Wissen. Sie kennen das berühmte Zitat des Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Auch Konfuzius beansprucht für sich kein Wissen. Zumindest kein Wissen, mit dem er auf die Welt gekommen ist. Also er ist nicht der Ursprung dieses Wissens. Daher kann man auch mit Fug und Recht sagen, dass hier bei Konfuzius die Geburtsstunde der chinesischen Philosophie schlägt. Philosophie beginnt ja mit der Einsicht in das Nichtwissen. Solange man glaubt, Wissen zu haben, ist eigentlich die Philosophie überflüssig. Dann gibt es keinen Bedarf dafür. Philosophie wird erst dann notwendig, wenn das vermeintliche Wissen sich als Unwissen entpuppt. Also wenn dieses vermeintliche Wissen fraglich geworden ist. Und das ist die gleiche Erfahrung bei Sokrates wie auch bei Konfuzius. Beide erleben, dass das, was sie für Wissen gehalten haben, einer genauen Prüfung nicht standhält und sehen ein, dass sie in Wirklichkeit eigentlich kein Wissen haben, obwohl sie es die ganze Zeit geglaubt haben. Und da, in dieser Einsicht, beginnt die Philosophie. Es gibt allerdings auch einen Unterschied zwischen den beiden. Sokrates sucht das Wissen, sucht die Antwort auf die Frage, was weiß ich eigentlich wirklich, im Denken. Er stellt sich immer diese berühmten sokratischen Was ist X-Fragen, was ist Gerechtigkeit, was ist Tapferkeit und so weiter und so fort. Und denkt dann im Gespräch mit anderen über diese Fragen nach. Konfuzius geht einen anderen Weg. Er geht den Weg des Lernens. Das heißt, er sucht die Antworten auf diese Fragen, was ist X, in der Tradition. Er wendet sich dem Altertum zu. Konfuzius vermittelt also Wissen, bringt es aber nicht selbst hervor. Und was vermittelt er? Er vermittelt das Wissen des Altertums. Am Anfang der chinesischen Philosophie steht also der Blick zurück, der Blick in die Vergangenheit. Diese Vergangenheit ist für Konfuzius jetzt allerdings kein mythisches, goldenes Zeitalter, keine Utopie oder so etwas, sondern es ist für ihn eine ganz konkrete, reale Epoche. Nämlich, es ist die frühe Zhou-Zeit. Er beruft sich in seinen Aussprüchen, in seinen Gesprächen ganz oft auf König Wen oder den Herzog von Zhou, also die beiden Gründungsfiguren der Zhou-Dynastie, über die wir ganz am Anfang mal gesprochen haben, und sieht in denen Vorbilder, Vorbilder für sich selbst, aber auch für einen idealtypischen Herrscher. Also er orientiert sich zurück in die Vergangenheit, die reale Vergangenheit der frühen Zhou-Dynastie. Er will von dieser Vergangenheit lernen. Er will ihre Lehren, die Lehren dieser Vergangenheit in der Gegenwart wieder zur Geltung bringen. Konfuzius ist allerdings kein Historiker. Ihn interessiert nicht so sehr die reale Vergangenheit. Also es ist nicht so sein Bestreben, rauszufinden, wie ist es wirklich gewesen damals und diese Zustände wiederherzustellen. Nee, sein Ziel ist eher eine idealisierte Vergangenheit. Diese idealisierte Vergangenheit ist trotzdem natürlich an eine reale Epoche gekoppelt. Also sie ist kein reines Fantasiegebilde. Aber sie ist natürlich geprägt durch Konfuzius' eigene Sicht auf diese Vergangenheit. Also insofern kann man schon davon sprechen, dass sich hinter diesem Bescheidenheitstopos, ich bin nicht mit Wissen geboren, ich übermittle nur die Vergangenheit, schon der Anspruch versteckt, etwas Neues, etwas Relevantes über diese Vergangenheit zu sagen zu haben. Damit wird ein erster Grundzug der konfuzianischen Philosophie klar, nämlich es ist eine konservative Philosophie. Das Wort Konservatismus wird im heutigen Sprachgebrauch oft auf politische Strömungen bezogen und es ist nicht immer nur unbedingt freundlich gemeint, wenn man jemanden konservativ nennt. Auf Konfuzius angewandt allerdings drückt dieser Begriff etwas ein bisschen anderes aus, nämlich eine wichtige anthropologische Einsicht. Diese Einsicht ist, jede Philosophie muss mit dem Gegebenen anfangen. Und das, denke ich, ist eine der zentralen Einsichten, die man aus Konfuzius' Philosophie mitnehmen kann und die auch erklärt, warum er so großen Wert auf die Orientierung an der Vergangenheit legt. Es gibt nämlich keinen Nullpunkt. Es gibt keinen Blick von nirgendwo, keinen Start im luftleeren Raum oder so etwas, von dem aus man eine Philosophie komplett von vorne
entwerfen könnte, also ohne jeden Rückgriff auf irgendeine Vergangenheit. Menschliche Existenz, die Art und Weise, wie wir als Menschen existieren, ist immer irgendwie verortet. Sie ist historisch, sie ist sozial, kulturell oder sonst wie verortet. Wir kommen an einem bestimmten Ort in die Welt und zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Gesellschaft, mit einer bestimmten Kultur und so weiter und so fort, ob wir wollen oder nicht. Wir sind vom ersten Moment an durch diese kontingenten Fakten, durch diese Verortung in Raum und Zeit und Kultur geprägt. Unser Denken und auch unsere Identität wird dadurch bestimmt, durch etwas, was wir uns nicht selbst ausgesucht haben, durch etwas, was vollkommen kontingent ist und einfach auch anders sein könnte. Wir zum Beispiel, Sie und ich, sind, das entnehme ich der Tatsache, dass Sie sich jetzt gerade hier dieses Video anschauen, wir sind beide Menschen im Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts oder zumindest im Europa des 21. Jahrhunderts. Und natürlich prägt diese Tatsache in irgendeiner Weise unser Leben und unser Denken. Wir würden anders denken, wären wir im China der Song-Zeit geboren oder im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich. Jede Weiterentwicklung des Denkens, also jedes Philosophieren, muss diesen kontingenten Ausgangspunkt berücksichtigen. Wir können nur da anfangen, sagt uns Konfuzius, und weitermachen, wo wir sind. Wir Menschen sind immer Kulturwesen. Auch das für Konfuzius eine ganz grundlegende Tatsache. Der Mensch ist nicht wie bei den Daoisten ein Naturwesen, das zurück zur Natur muss, sondern der Mensch ist ein Kulturwesen, das die eigene kulturelle Natur auch anerkennen muss. Welche Kultur wir allerdings haben, das ist kontingent. Konfuzius' Konservatismus bedeutet, diese Kontingenz zunächst einmal anerkennen und ernst nehmen. Deswegen die Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Wir müssen erstmal den eigenen Standpunkt, auf dem wir uns kontingenterweise befinden, erkennen. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann können wir ihn anerkennen und ernst nehmen. Was soll das jetzt heißen? Also was bedeutet es, den eigenen kontingenten Standpunkt anzuerkennen? Anerkennen heißt, unsere kulturellen, historischen und sozial geprägten Realitäten nicht durch andere ersetzen zu wollen, sondern sie anzuerkennen als das, was ist und was gegeben ist. Die Alternative dazu wäre ja die Utopie, das radikal andere. Das finden Sie zum Beispiel bei Platon exemplarisch. Platon geht den ganz anderen Weg. Er entwirft in seiner Politeia so eine Utopie des idealen Staates, der ganz radikal anders aussehen soll als der reale Staat des antiken Athen, in dem er lebt. Konfuzius hält dem entgegen, nein, wir brauchen keine Utopie, wir müssen da anfangen, wo wir stehen, mit dem, was gegeben ist und nicht etwas komplett Neues entwerfen, das im luftleeren Raum schwebt. Woanders als da, wo wir stehen, können wir ja ohnehin nicht anfangen. Und was bedeutet nun ernst nehmen der eigenen Kontingenz? Ernst nehmen bedeutet, das Denken und das Handeln von uns Menschen baut faktisch gesehen auf dem Gegebenen auf. Es ist unmöglich, von Null anzufangen. Es ist unmöglich zu denken und zu handeln, ohne in irgendeiner Weise auf dem Boden von irgendeiner kontingenten Tradition zu stehen. Jedes Denken steht in einer Tradition, die es nicht einfach verlassen kann. Klar, wir können in eine andere Tradition wechseln, von einer einen Kultur in die andere übersiedeln. Das mag möglich sein. Es ist vielleicht nicht einfach, aber möglich. Aber wir können nicht völlig von vorne anfangen. Wir können nur unterschiedliche Standpunkte beziehen, aber nicht den Nirgendwo-Standpunkt. Machen Sie sich an einem Beispiel deutlich. Könnten wir hier und heute vollkommen frei und unbefangen über die Existenz Gottes nachdenken, also über die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht? Nein, das können wir nicht. Die westliche Kultur, in der wir aufgewachsen sind, ist über viele Jahrhunderte christlich geprägt gewesen und der Glaube an einen Gott gehört zum festen kulturellen Inventar dieser westlichen Zivilisation. Wir sind in einer solchen Kultur aufgewachsen und bewegen uns immer noch in einer solchen Kultur, die historisch vom Christentum geprägt ist. Selbst wenn viele Menschen heutzutage diesen Glauben gar nicht mehr teilen und selbst wenn die Bedeutung, die das Christentum einmal gehabt hat, in der modernen westlichen Gesellschaft längst verloren gegangen ist. Aber wir sind nun mal in einer Gesellschaft, die diese Geschichte hat und die deswegen auch immer noch zum Beispiel Kirchen oder Religionsunterricht an Schulen oder christliche Feste hat, die den Jahresablauf strukturieren. All diese Dinge gibt es einfach noch. Unser Denken ist bereits durch diese historische Tradition geprägt, selbst dann, wenn wir Atheisten sind. Denn was wir als Atheisten ablehnen, ist ja selbst wieder durch den kulturellen Kontext vorgegeben. In einer Kultur, in der es so etwas wie einen christlichen Gott niemals gegeben hat, macht auch der Begriff des Atheismus relativ wenig Sinn. Sind Aborigines
Atheisten? Ist die Frage überhaupt sinnvoll zu verstehen? Ohne den kulturellen Kontext macht es gar keinen Sinn mehr, von solchen Positionen zu sprechen. Das heißt, diese Frage zu stellen, gibt es einen Gott, ja oder nein, ist bereits Ausdruck der kulturellen Tradition, innerhalb derer wir uns befinden. Und ganz egal, wie wir sie beantworten, ob mit ja oder nein, wir müssen uns auf diese kulturelle Tradition beziehen. Deswegen würde uns Konfuzius in dieser Frage sagen, wir müssen lernen, was die Vergangenheit über Gott gedacht hat. Und nur so kann man die Gegenwart verstehen, nur so kann man diese Frage überhaupt beantworten, ganz egal, wie man sie beantwortet. Konservatismus heißt also hier im Zusammenhang mit Konfuzius auch, die bestehende Realität, so wie sie ist, erst einmal akzeptieren. Also die kulturelle Realität, meine ich jetzt. Das heißt nicht, dass diese kulturelle Realität unumstößlich wäre. Also Konfuzius ist kein Betonkopf, der sagt, Gesellschaften und Staaten und Traditionen dürfen sich niemals verändern. Nein, das auf gar keinen Fall. Konfuzius kritisiert ja seine eigene Gegenwart, die Mächtigen seiner Zeit. Gerade wegen des Kontrasts zur Vergangenheit, gerade weil sie das, was in der Vergangenheit richtig war, vergessen haben. Es heißt nur, also Konservatismus heißt für Konfuzius nur, dass die bestehenden Verhältnisse sozusagen ein Benefit of Doubt haben. Also jede Veränderung am Status quo muss den Status quo respektieren. Und das, was ist, hat prinzipiell erstmal Berechtigung, so zu sein, wie es ist. Für Konfuzius bedeutet das unter anderem auch, das Lernen wird zu einer zentralen Aufgabe im Leben des Menschen. Das Lunyi beginnt mit den Worten, Lernen und von Zeit zu Zeit das Gelernte wiederholen, ist das nicht auch eine Freude? Das erste Wort des Lunyi ist das Wort Lernen. Wenn man bedenkt, dass dieser Text, also die Gespräche des Konfuzius, über Jahrtausende von im Grunde allen gebildeten Menschen Chinas studiert worden ist und auch auswendig gelernt worden ist, dann kann man ermessen, wie groß die Bedeutung des Lernens für den Konfuzianismus und überhaupt für die chinesische und ostasiatische Kultur gewesen ist. Also man kann diese Bedeutung kaum überschätzen eigentlich. Lernen, das ist für Konfuzius die zentrale intellektuelle Tätigkeit. In einer anderen Passage sagt er über das Lernen, Lernen ohne zu denken, das ist nutzlos. Denken ohne etwas gelernt zu haben, das ist verderblich. Lernen und Denken sind also beide wichtig. Beides sind wichtige intellektuelle Aktivitäten und die Philosophie benötigt natürlich beides. Wobei Lernen jetzt heißt, Lernen ist die Aneignung der Lehren der Vergangenheit. Denken hingegen heißt Reflexion über diese Lehren, der Versuch, diese Lehre zu verstehen. Aber von beiden ist das Lernen das Wichtigere. Lernen ohne Denken, das ist für Konfuzius nutzlos. Also ein solches Lernen ohne Denken, das wäre ein stupides Auswendiglernen, das zu nichts führt. Lernen bedeutet für Konfuzius eine Aneignung dessen, was man lernt, was zu einer Transformation der Persönlichkeit, zu einer Transformation des Charakters führt. Wer lernen will, muss sich das Wissen wirklich aneignen, in dem Sinne, dass sich dieses Wissen auch praktisch auswirkt, dass ich es mir zu eigen mache, zum Bestandteil meiner eigenen Person mache. Wer lernt, ohne darüber nachzudenken, also ohne zu verstehen, was man da eigentlich lernt, der kann es eigentlich gleich bleiben lassen, weil dieses Lernen vollkommen nutzlos ist. Es führt zu nichts. Hingegen ist Denken ohne zu lernen verderblich, gefährlich für Konfuzius. Das ist das größere Problem. Denken ohne zu lernen, das bedeutet Denken ohne die Absicherung durch Kultur und Tradition. Also ein solches Denken wäre ein radikales, ein idealistisches Denken, das die reale Lebenswirklichkeit ignoriert. Und das ist in der Tat schädlich. Also ein Denken, das weltfremde Luftschlösser produziert, die mit dem wahren menschlichen Leben gar nicht vereinbar sind, die von irgendeiner idealen Gesellschaft oder einem idealen Menschen ausgehen, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist für Konfuzius gefährlich, denn es produziert die Illusion, dass es eine Alternative zu dem Leben, das wir als Menschen faktisch leben müssen, geben könnte. Außerdem, ganz nebenbei gesagt, das Lernen ist effektiver, sagt Konfuzius. Er drückt das so aus, ich habe schon Tage und Nächte lang über die rechte Art zu leben nachgedacht, nichts gegessen und nicht geschlafen. Ich versuchte selbst darauf zu kommen. Das aber hat keinen Nutzen. Besser ist es, von anderen zu lernen. Also dieser Anspruch
alles alleine zu lernen, von null auf anzufangen und alles selbst aus dem Denken heraus zu entwickeln, das überfordert den Einzelnen, selbst Konfuzius. Deswegen wählen wir doch den Weg des Lernens, denn dieser Weg führt uns sicherer an das Ziel und effektiver. Lernen heißt allerdings nicht nur Wissen erwerben für Konfuzius, also nicht so im Sinne von Wissenschaft treiben. Also Lernen ist nicht bloß Fakten lernen über die Realität. Lernen bedeutet für Konfuzius an sich selbst arbeiten. Das Ziel des Lernens ist also nicht irgendwie Wissen, das man dann in irgendeiner Weise zweckmäßig anwenden könnte, also irgendwie sowas wie eine Ausbildung, sondern was Konfuzius im Sinn hat, ist universale Bildung. Nichts Zweckgerichtetes, sondern eine zweckfreie, universale Bildung der gesamten Persönlichkeit. Das steckt hinter dem folgenden Spruch, wo Konfuzius sagt: Der Edle lässt sich nicht wie ein Werkzeug behandeln. Der Edle, das ist natürlich der ideale Mensch für Konfuzius, der Junzi, wie es auf Chinesisch heißt, der dieses konfuzianische Ideal realisiert hat. Und er ist kein Werkzeug, er ist also kein Instrument, das man für einen bestimmten Zweck einsetzen kann, sondern er ist allseitig universal gebildet, nicht ausgebildet für eine spezielle Tätigkeit. Lernen soll die gesamte Persönlichkeit formen, soll den gesamten Charakter prägen. Deshalb ist das Lernen für Konfuzius auch eine Aufgabe, die niemals abgeschlossen sein kann, sondern die das ganze Leben hindurch immer weiter fortgesetzt werden muss, und zwar aus eigener Kraft fortgesetzt werden muss, denn es ist die Arbeit eines Einzelnen an sich selbst. Er sagt das so: Lernen ist wie das Anhäufen von Erde. Ist der Hügel fast fertig, bis auf einen einzigen Korb Erde, und ich höre auf, so ist das ein Stillstand, den ich selbst verschuldet habe. Wenn ich aber erst beginne und gerade einen einzigen Korb Erde hingeschüttet habe, mich aber weiterhin abmühe, das ist ein Fortschreiten, das ich selbst zu Wege bringe. Und was ist nun der Inhalt dieses Lernens? Nun, wie schon gesagt, Lernen ist nicht so sehr Wissenschaft treiben, nicht so sehr Fakten aneignen, sondern dieses Lernen ist ein kulturelles Lernen, ein Bildungslernen. Und dieser konfuzianische Bildungskanon besteht typischerweise aus so Sachen wie Literatur, Geschichte, Religion, religiöse Rituale, Umgangsformen, Musik und auch Sport. Und zwar Sport im Sinne von Bogenschießen vor allen Dingen, was eine Tätigkeit ist, bei der Konfuzius immer wieder anzutreffen ist in den Gesprächen, was auch als eine besonders adlige Form der Leibesertüchtigung galt im antiken China. Konfuzius' Philosophie ist also auch eine Philosophie der Bildung. Bildung bedeutet in diesem Sinne hier eine Realisierung der dem Menschen eigenen Lebensform, also den Menschen durch Bildung, durch Formung zu dem machen, was ihm am nächsten ist, was seine eigene Lebensform, seine eigene Daseinsweise ist. Konfuzius' Philosophie kann man daher auch als zweites großes Schlagwort mit dem Wort Humanismus beschreiben. Humanismus in dem Sinne, dass er den Menschen und das Ideal des menschlichen Lebens ins Zentrum seiner Philosophie stellt. Konfuzius versteht Bildung als Arbeit an sich selbst, das haben wir eben schon gesagt. Aber diese Arbeit an sich selbst ist nicht nur Arbeit für sich selbst, nicht nur für den einzelnen Menschen selbst. Das finden wir in folgender Passage ganz gut erläutert. Da sagt Konfuzius: Zilu, also einer seiner Schüler, fragte den Meister, was den Edlen auszeichne. Konfuzius antwortete: Der Edle erzieht sich selbst zur gewissenhaften Erfüllung seiner Pflichten. Ist das alles? Sagte Zilu. Er erzieht sich selbst, um anderen Menschen Ruhe und Frieden zu geben, war die Antwort. Darauf Zilu wieder: Und das ist alles? Konfuzius setzte hinzu: Er erzieht sich selbst, um dem Volk Ruhe und Frieden zu geben. Das aber war sogar für die alten Kaiser Yao und Shun schwierig. Bildung setzt also auf der einen Seite für Konfuzius eigene Initiative voraus. Er spricht hier davon, sich selbst zu erziehen. Also vergleichen Sie auch das mit dem deutschen Ausdruck, sich bilden. Niemand anderes kann mich bilden, nur Sie selbst können sich bilden. Es ist also eine Sache der eigenen Initiative, der eigenen Arbeit, am eigenen Individuum. Aber das Ziel der Bildung ist nicht allein das Individuum, sondern es ist auch der andere. Konfuzius weitet hier diesen Zielbereich der Bildung immer weiter aus. Es ist zunächst mal das eigene Selbst, aber dann sind es auch die anderen Menschen, dann ist es der Staat. Bildung zielt also auf immer höhere Ebenen ab. Das Ideal, das hier im Hintergrund steht, das ist der Mensch, der sich selbst kultiviert und bildet, um dann schließlich der Menschheit insgesamt
zu dienen. Diese stetige Arbeit an sich selbst, die repräsentiert das klassische konfuzianische Ideal der Selbstvervollkommnung, das Xiuxun, wie es im Chinesischen heißt. Dieses Ideal wird hier in einer interessanten Passage charakterisiert von einem Schüler des Konfuzius. Zengzi sprach: Täglich prüfe ich mich in dreierlei Hinsicht. War ich anderen gegenüber treu und zuverlässig? War ich aufrichtig im Umgang mit Freunden? Habe ich geübt, was ich gelernt habe? Selbstvervollkommnung ist also zunächst einmal eine Praxis, eine Art von Tätigkeit, von Handlung mir selbst gegenüber. Diese Selbstvervollkommnung, in der sich dann das konfuzianische Bildungsideal realisiert, besteht aus verschiedenen Aspekten. Da hätten wir zum einen also mal die Selbstachtung. Das bedeutet, der Respekt sich selbst gegenüber muss entwickelt werden. Es bedeutet auch Selbststärkung, also die Kräftigung der eigenen Fähigkeit, das Richtige zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowie auch die Selbstprüfung, von der Zengzi hier vor allen Dingen spricht, also der kritische Blick auf das eigene Handeln. Konfuzius zielt also mit seiner Tätigkeit, mit seiner Bildung immer auf den einzelnen Menschen ab. Die Bildung des Individuums ist das Ziel, aber sie steht in einem weiteren Kontext. Der Einzelne ist immer Teil einer menschlichen Gemeinschaft. Aus diesem Grund entwickelt Konfuzius auch keine abstrakte, rein theoretische Lehre, was ihm oft von Seiten der westlichen Interpreten vorgeworfen worden ist. In der Tat, wir finden bei Konfuzius eigentlich keine systematischen Ausführungen oder Analysen über moralische Konzepte oder Begriffe, sondern wir finden immer nur diese Gespräche und Sprüche. Warum ist das so? Nun, weil die Philosophie sich an den Einzelnen anpassen muss. Bedenken Sie, im Zentrum der Philosophie steht das Individuum, der einzelne Mensch, der sein eigenes Selbst vervollkommnen muss, um in den Dienst der Menschheit insgesamt zu treten. Wir müssen uns also immer an dieses einzelne Individuum anpassen und die konkrete Situation des Einzelnen ins Auge fassen, wenn wir dieses Individuum bilden wollen. Dazu gibt es eine ganz interessante kurze Geschichte bei Konfuzius. Schauen wir uns mal kurz diesen Text hier an. Zilu, also einer der Schüler wieder, fragte den Meister, ob er das, was er über die Grundsätze des rechten sittlichen Verhaltens gehört habe, auch sofort anwenden solle. Konfuzius antwortete ihm: Du hast doch Eltern und Brüder. Wie kannst du also sofort danach handeln wollen? Ranzio, ein anderer Schüler, fragte den Meister, ob er das, was er über die Grundsätze des rechten sittlichen Handelns gehört habe, auch sofort anwenden solle. Ihm aber antwortete Konfuzius: Führe aus, was du gehört hast. Gong Xihua, noch ein Schüler, stellte verwundert fest, dass der Meister die Frage, ob man das, was man über die Grundsätze des rechten sittlichen Verhaltens gehört habe, auch sofort anwenden solle, höchst unterschiedlich beantwortet hatte. Das verwirrt mich, sprach er. Darf ich um Erläuterung bitten? Der Meister erwiderte: Ranzio ist ein Mensch, der sich nur zögernd zum Handeln entschließt, deshalb ermutige ich ihn. Zilu ist ein Draufgänger, deshalb halte ich ihn zurück. Konfuzius beantwortet hier also ein und dieselbe Frage, komplett gegensätzlich. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Situationen ist die Person, die jeweils die Frage stellt. Die Frage ist exakt die gleiche, aber der Fragende ist jemand anderes. Zilu, dem einen wird gesagt, er soll sich zunächst um seine familiären Pflichten kümmern, also seine Aufgaben als Mitglied der Familie wahrnehmen, bevor er ernst macht mit der moralischen Lebensform und sich vielleicht der Politik zuwendet oder so etwas. Ranzio hingegen soll sofort anfangen. Warum gibt Konfuzius diese unterschiedlichen Antworten? Nun, er berücksichtigt in seinen Vorschlägen, in seinen Anweisungen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden Personen, die diese Frage stellen. Deswegen ist seine Philosophie, die Philosophie des Konfuzius, auch keine rein theoretische oder abstrakte Philosophie. Eine abstrakte Theorie über die Notwendigkeit zum moralischen Handeln, die man sicherlich auch formulieren könnte, kann niemals die konkreten Individuen berücksichtigen, an die diese Philosophie eigentlich gerichtet ist. Sie ist zu abstrakt, um diesen Zweck überhaupt erfüllen zu können. Ziel der Philosophie ist ja gerade die Bildung und die Selbstvervollkommnung des Individuums, aber das kann nur dann funktionieren, wenn man eben auch das Selbst berücksichtigt, das gebildet und das vervollkommnet werden soll. Daher lehrt Konfuzius eben nicht in Schriften, sondern in persönlichen Gesprächen. Denn nur im Gespräch ist überhaupt diese Rücksichtnahme auf das einzelne Individuum mit seiner konkreten, kontingenten Lebenssituation möglich.
Und wozu das Ganze jetzt? Wozu eigentlich Selbstkultivierung und Bildung und so weiter? Was hat das alles für Konfuzius für einen Zweck? Nun, Konfuzius gibt eine Antwort, die uns vielleicht überraschen könnte. Schauen wir uns mal folgende kleine Geschichte an. Also, die einzelnen Schüler, Zilu, Zengxi, Ranxiu, Gongxi Hua und so weiter, saßen in einer Runde mit dem Meister. Da sprach Konfuzius: Vergesst einmal, dass ich älter bin als ihr. Ihr sagt immer, ihr würdet verkannt. Nehmen wir an, ihr würdet anerkannt und bekämt ein öffentliches Amt. Was würdet ihr dann tun? Also Konfuzius möchte wissen, wenn ihr die Chance hättet, die Welt zu ändern, was würdet ihr anstellen? Zilu antwortete, ohne zu zögern: Nehmen wir an, ein kleiner Staat von 1000 Kriegswagen ist von großen, mächtigen Staaten umgeben. Von außen wird er durch fremde Heere bedroht, im Innern herrscht Hunger. Hätte ich diesen Staat zu regieren, so würde es 3 Jahre dauern und die Menschen könnten wieder Mut haben und wüssten, wie es weitergeht. Das ist der Zilu, von dem eben gesagt wurde, dass er ein Draufgänger ist. Und hier wird er seinem Ruf absolut gerecht, indem er sagt, die Welt könnte in der größten Scheiße stecken, also es könnte die schlimmste Katastrophe überhaupt sein. Ich würde sofort alles hinkriegen. Was macht Konfuzius? Schauen wir in den Text. Konfuzius lächelte. Also Konfuzius sagt so ein bisschen mitleidig wahrscheinlich, ja, mach du mal. Zilu, der Draufgänger. Gut, schauen wir weiter. Schließlich fragte der Meister auch Zengxi. Also die anderen Schüler geben dann Schritt für Schritt immer ein bisschen bescheidenere Antworten, aber im Großen und Ganzen im selben Stil, so wie Zilu das auch gesagt hat, nur eben ein bisschen zurückhaltender. Und jetzt wird die Frage an Zengxi gestellt. Schließlich fragte der Meister auch Zengxi. Dieser verlangsamte sein Lautenspiel. Er ließ die Laute verklingen und legte sie zur Seite. Dann stand er auf und sprach: Meine Wünsche unterscheiden sich etwas von denen der 3 anderen. Was schadet das, meinte Konfuzius. Jeder sage frei heraus, was er möchte. Zengxi fuhr fort: Gern würde ich im späten Frühling, wenn man leichtere Kleidung trägt, mit anderen im Fluss baden, mich von einer kühlen Brise umfächeln lassen und schließlich singend heimwärts ziehen. Konfuzius sprach seufzend: Ich stimme mit Zengxi überein. Interessanterweise stimmt also Konfuzius hier dem Zengxi zu. Er sagt interessanterweise nicht, was Ziel liegt darin, den Staat in Ordnung zu bringen, Frieden in der Welt zu schaffen, die Sicherheit des Volkes zu gewährleisten und so weiter und so fort, sondern das Ideal ist für ihn nicht ein geordneter Staat, sondern das höchste Ideal. Das ist ein gutes Leben, ein gutes menschliches Leben, das in so simplen Dingen besteht, wie mit den Freunden schwimmen zu gehen und einen angenehmen freien Tag zu genießen. Gutes Leben, das ist für Konfuzius, und das sieht man an der Stelle hier sehr, sehr schön, immer ein menschliches Leben, ein Leben, das die menschliche Natur berücksichtigt, ein Leben, das in Gemeinschaft mit anderen stattfindet, denn wir Menschen sind nun mal soziale Wesen, wie auch ein Leben, das im Einklang mit der eigenen Natur ist. Das darf man bei all dem politischen und moralischen Rigorismus, den insbesondere der spätere Konfuzianismus dann entwickelt hat, nicht vergessen. Philosophieren heißt für Konfuzius, lernen, ein gutes, menschliches Leben zu führen. Und da haben wir jetzt wirklich den Kern der Philosophie des Konfuzius, ihren grundlegenden Charakter. Dieser grundlegende Charakter lässt sich mit 2 Schlagworten relativ gut beschreiben, die wir beide schon genannt haben. Das eine ist der Konservatismus, also die Orientierung an dem, was ist, die Anerkennung der historischen und der kulturellen Kontingenz menschlicher Existenz. Das andere ist der Humanismus, also Humanismus im Sinne von Ziel des Philosophierens und Ziel der Bildung ist, Bildung und Vervollkommnung des einzelnen Menschen. Warum? Um ein gutes und ein menschliches Leben im Sinne von ein Leben, das der menschlichen Daseinsform entspricht, zu ermöglichen.